Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm. Da sind wir. Wir brauchen Biber. Der Dreck. Egal. So, ja, wir müssen demnächst die Keksproduktion mal an den Start kriegen. Alter, wir haben nur noch 8 Obdachlose. Was ist denn hier eigentlich wieder los? 16 Biber bräuchten wir. Da passen nur 2 rein, ne? 16 Biber, brauchen wir 8 Häuser. Wir haben 6. Crazy shit. So, dann hätten wir die schon mal untergebracht. Über Menschen haben wir 10 auch schon. Oh, Alter, die brauchen so viel Platz, diese Häuser, ne? Muss hier unten noch Platz schaffen. So, das sind 10. Gucken wir dann erstmal. Zum Glück haben wir jetzt endlich mal so ein paar Bretter am Start. Braucht euch irgendjemand Sommerwasser? Ah! Ah ne, ist aus. Ich dachte schon, wir machen hier Gemüse. So, hier werden jetzt auf jeden Fall ordentlich Barren produziert, damit wir hier mal Haken produzieren können. Was können wir hier machen? Ich würde halt gerne mal eins hiervon machen, damit wir mal ein bisschen was zum Handeln kriegen. Andererseits ist natürlich Kekse und Kleidung wäre natürlich auch nicht schlecht für die nächste Phase. Machen wir auch mal. So. Hier können wir eine weitere Produktion eigentlich auch an den Start machen. Ich würde sagen, weiterhin brauchen wir sehr viel Getreide, um unsere Nahrungsproduktion am Laufen zu halten. Die hier brauchen jetzt Getreide. Für die Eier, ach, die brauchen Fasern. Ja, Moment. Die wollte ich ja eigentlich für die Stoffproduktion. Ja, doch, Stoff ist jetzt da. Immer noch Feldfruchtpakete. Hier mal irgendwas auf 7 machen? Nee, ne? Kann ich das hoch? Hab ich gar nicht. Hab ich alle verkauft. Ja, die brauche ich. Keramik? Ah, da können wir eine mal machen. Müsste aber auch noch diesen einen Bonus da. 10 Handelswege abschließen. Das ist natürlich einiges. Aber da kann man dann auch die billigen nehmen. Ich mache jetzt erstmal die teuren weg. Ach, hier ist auch noch ein Feld. Wir machen noch mehr Getreide. Ich brauche Getreide. Hier sind ja massig Felder. Leute. Wir brauchen Getreide ohne Ende. Dann machen wir jetzt Getreide ohne Ende. Haben die eine Chance eigentlich, um Getreide auf Fasern zu bekommen? Da weiß ich nicht Bescheid. Ich weiß, dass wir aus dem Wald manchmal Fasern bekommen und halt von unserer Ernte. Aber wir müssen halt echt sehen, wenn jetzt die Fleischproduktion Fasern. Ich dachte immer, ja gut, kannst du auch auswählen, ne? Wir müssen das im Auge behalten. Aber wir können dann demnächst auch mal hier die Dings bauen, ne? Den Tuchmacher. Der uns hiermit dann eine Kleidung versorgt. Weil jeder von denen braucht Kleidung. Wäre doch relativ wichtig.
Hier schon rüber? Nö. Wir müssen halt echt sehen, dass wir hier die ganzen Bäume mal wegkriegen. Und hier vor allen Dingen auch. Wo arbeiten meine ganzen Menschen? Die gehen nämlich jetzt nur auf die Farmen, bitte. Hier weiß ich, dass da irgendwo, warte mal, bin ich eh gleich fertig. Hier arbeiten auch zwei. So. Die Schmiede müsste doch jetzt eigentlich langsam mal produzieren, oder? Hier ist nichts an Tau. Vier haben wir. Das war wenig, was hier rauskommt. Da brauchen wir aber auch noch mehr. Und wir sind aber auch 18 noch in einem, im Lager. Shit, Steinmetzlager. Jetzt gibt's Lehm. Endlich Lehm. Ist auch nicht schlecht. Gut, dann lassen wir das Feld jetzt erstmal hier außen vor. Haben wir jetzt dreimal Getreide. Hier kommt dann nochmal Sommertau hin, oder wie das heißt. Was können wir hier machen? Ein Biber und eine Harpie kriegen. Oder 10 Gold. Da bin ich eher fürs Gold. Brauchen wir ein bisschen was zum Handeln. Dann ist das auch weg. Kann man den eigentlich verschieben? Nee, doch. Der steht mir da auch irgendwie ein bisschen im Weg rum. Stimmt, müssen wir auch noch dran denken, dass sie upgraden. Auch noch Komfort. Aber warte mal, ich hatte doch hier Platz. Oh, hier ist ja jemand. Ich kriege einfach zwei Biber. Aber will ich nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Oder will ich mir jetzt einfach zwei Biber holen? Ich meine, schlecht ist nicht für 23. Dafür wird er mir ungefähr 13 wahrscheinlich geben. Oder nur noch 10. Ne, dafür ist es mir zu wertvoll. Was ist das mit den Feldfruchtpaketen? Mach die doch mal jetzt. Wird jetzt alles weggenommen hier? Ah ne, da kommen noch welche, okay. Ah, das gibt nämlich jetzt 4 Leute. Und Getreideproduktion, wichtig. Witschditsch. So, jetzt müssen wir mal gucken, es regnet wieder. Also es ist wieder Sommer, Sturm. Mach die mal erstmal weg. Geht auf 0 jetzt bei den Harpien. Was ist denn mit der... mit der Kleidung hier, da war doch irgendwo... Bring die mal doch da weg, da. Schneller. Ah, jetzt geht's gerade hoch mit den Harpien. Was gab's? Irgendwas gab's. Bitte so lassen. So, hier. Können wir Mäntel herstellen. Natürlich Harpien. Können wir das... Aha. Jetzt haben wir natürlich wieder keine Rohre. Mach dir auch noch ein paar Rohre bitte mit. Ja, da können wir das Nieselregen, das Sommerregenwasser verbraten. Ist doch Sommer, ne? Ja. Und brauchen wir neue Aufträge. Also, dreimal, was ist das denn hier? Öffne für beliebige Größe oder schicke sie zur Zitadelle. Markt. Ich habe keinen Markt. Habe ich auch nicht vor auszuwählen.
Pakete, Pastete. Pakete. Pakete. Wasser. Was denn Wasser? Einsetzen, okay. Brauche ich nicht. Wird viele Pakete jetzt sein. Viele Pakete. Sehr viele Pakete. Bier, da haben wir uns noch gar nicht drauf spezialisiert, ehrlich gesagt. Keramik. 20 Menschen. Wir werden uns noch auf die Bierproduktion spezialisieren. Zwei Arten wollen nämlich auch Bier. Und da wir hier sehr viel Getreide haben, können wir das natürlich machen. Brauchen den Kräutergarten dann, ne? Um Bier zu produzieren, glaube ich. Allerdings haben wir hier natürlich auch große Vorkommen. Hier Pilze. Eigentlich nur die Pilze. Ah, hier und das Treppenlager haben wir eh nicht. Ja, ich nehme das. Gibt so viele Felder hier. Können wir noch einen Handelsweg irgendwie gerade auf 7 bringen? Mist. Ja, hier. Schriftrollen weg, können wir hier produzieren zur Not. Schon. Haut rein. Was haben wir hier? Leitfaden zur Arbeitssicherheit. Jeder Dorf wurde mit Bildung haben wir erstmal nicht vor. Rebellisch. Für jeden zweiten Ungeduldspunkt erhältst du eins auf die allgemeine Major. Handelsposten, die Siedlung in der Region, also jedes Mal, wenn du Waren im Wert von 16 Euro, ist so ein Reputationspunkt. Wir müssen auch noch Kohle und Holz opfern. Habe ich nicht den Brennofen? Ja. Den könnten wir bauen und dann auch mal. Hier ist ja noch so ein. Ach nee, den habe ich versetzt. Ich wollte gerade sagen. Also wird hier eigentlich nicht gebaut? Ach, Ziegel. Habe ich nichts gerade Besseres für Ziegel? Tatsächlich? Doch, den Brennofen. Der ist wenigstens auf 1. Aber der braucht Ziegel. Na gut, dann müssen wir hier nochmal welche herstellen. Ihr habt immer noch keine Rohre hergestellt, ihr Trottel. Warte mal, das ist das Sägewerk. Da werden sie hergestellt. Wie viel? Ja, Bretter ist okay. Neue Leutchen. Das mit den Menschen habe ich nicht gemacht, ne? Nee. Kann ich eigentlich irgendwo Luxusgüterpakete herstellen? Bin mir da jetzt gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall noch. Ja, hier. Nee, das Handelsmarkt. Fuck. Luxusgüterpaket. I'm not sure. Weinkeller? Nee. Proviantpakete kann ich hier gut herstellen, tatsächlich. Sollte ich vielleicht mal machen. Dann brauchen wir den erstmal nicht mehr. Was denn jetzt mit dem ganzen Feldfruchtpaket, Handelswaren, Luxus, Proviant? Ja, die brauche ich aber, die machen wir gleich dann woanders. Da hat sie gerade, achso, um Baumaterialienpakete herzustellen. Brauchen wir nicht. Das ganze Ding brauchen wir erstmal nicht mehr. Jetzt verschiebe ich meins nirgendwo.
Haben die jetzt hier einen Bonus, ne? Die haben irgendeinen Bonus. Wahrscheinlich laufen sie schneller oder was? Ein Bonus. Aber Nahrung sieht, Gott behüte, ein bisschen besser aus. So, hier den will ich jetzt mal endlich connecten. Zack. Dann hätte ich mal das Zeug da verbraten. Was? Oh, hier ist ein Händler. Was hast du für mich? So, Wurzeln, ist Weihrauch. Habe ich nicht. Wurzeln haben wir doch nicht, oder? Nee. Teeproduktion. Ich habe überhaupt nie Speer. Ich habe noch nie mit Speeren gearbeitet. Ich könnte hier ein paar Kräuter kaufen, aber vielleicht kaufe ich auch einfach nichts. Oder Schilf. Ich glaube Schilf. So, da haben wir nämlich noch mehr zum Stoff machen. Why not? Vor allem jetzt gerade, wo wir hier die Kleidungsproduktion anstatt kriegen wollen und haben. Ihr seht schon, ne, das hat ordentlich Auswirkungen auf unsere Leute. Da haben wir noch 14 Obdachlose. Ey, wo soll ich die denn alle unterbringen eigentlich? Ich brauche große Unterkünfte. So. Das muss ja jetzt erstmal reichen, oder? Wir können schon mal 15 Holz opfern. Das vergesse ich auch immer in dem Sturm dann zu machen. Das würde ja gehen. Habe ich überhaupt Kohle? Nö. Der Brennofen muss erstmal an den Start kommen. Rohre werde ich jetzt nebenbei auch noch weiterhin produzieren. Wir haben schon 22 Haken wieder. Das ist gut. So, hier ist jetzt die Frage, gehen wir... Ah, hier ist auch Ende der Map. Hier gehen wir auf keinen Fall hin. Also ich schlage jetzt hier erstmal den Wald hier weg. Wobei, nee, mach hier mal. Mach hier mal noch ein bisschen. Hier will ich noch ein bisschen sauberer haben. Vor allen Dingen hier, um zu sehen, ob da noch mehr Wald, mehr Fläche ist. Oh nein, die machen ja auch wieder jetzt Gemüse. Gemüse weg. Überleg gerade, ob ich Fleisch lasse. Essen eh alle fast kein Fleisch, außer die Harpien. Und wir haben halt keinen. Ach, das geht auch mit Beeren? Eier mit Beeren, weiß ich nicht, ob das. Ich meine, gibt 5 Eier, 3 Beeren, gibt 5 Eier, ist schon okay. Das lassen wir mal für die Dings. Hier war Mehl, ne? Stimmt. Da machen wir jetzt Mehl. Und Proviantpakete, ne? Okay, wir haben keine Obdachlosen mehr, ATM. Wir können hier nochmal gerade gucken. Haben wir. Ich muss mal Keramik herstellen. Ah, hier. Ich muss aber trotzdem mal Keramik herstellen. Proviantpakete.
Woher habe ich das ganze Öl? Habe ich neun ja. Ich würde sagen, hier. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Machen wir doch eher den Kräutergarten mal hin. Wir schon mal ein bisschen vorsorgen. Der hat nichts mehr. Dann haben wir aber hier noch genug für euch. Rohre, ach da. Hier. Können wir natürlich auch noch weiter verbessern. Was hatte ich? Hier, jetzt habe ich einen Garten gebaut, dann haben wir 8. Dann brauchen wir noch einen Garten hierfür. Sekunde mal. Kräutergarten braucht Äcker. Und du stellst bitte nur Kräuter her, keine Wurzeln. Und wer ist hier? Menschen, ne? Wo haben wir noch einen Menschen? Hier. Ab hier rein. Wie sieht das denn hier aus jetzt? Gut. Sicher ist sicher. Ist der Brennofen fertig? Yes. Ihr macht auf jeden Fall. Moment. Auf jeden Fall Kohle. Und wir könnten hier perfekt Ziegeln bauen. Das heißt perfekt, aber zumindest besser als da unten. Ziegeln. Dann Dörrfleisch. Erstmal nicht. Kekse. Könnten wir machen. Allerdings muss hier auch da erstmal ein bisschen Mehl hergestellt werden, das ist auch ganz klar. So, können wir hier noch einen hochjuckeln? Ah, haben wir noch keine Keramik. Mehl. Machen wir das. Dann haben wir das da oben nämlich mal geschafft. Mit den 4 Handelswegen. Und hier haben wir 3 von 10 und dann machen wir so Billo-Wege. Oh. Oh, 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 oh. Was haben wir hier? 10 Bretter für minus 12 Entschlossenheit. Ich meine, der Sturm ist gleich vorbei, dann sollte das machbar sein. Oder aber wir kriegen Kräuter und 3 Tafeln, das ist natürlich auch nicht schlecht. Machen wir mit Harz. Das geht aber auch erst nach dem Sturm. Hier machen wir auf jeden Fall das. Können wir auch schon anfangen. So, ihr könnt auch erstmal wieder. Hatte ich überall Biber? J. So, jetzt können wir das hier machen. Was haben wir hier? Spezialisierte Getreidebau!
yes. Oder halt Öl, ne? Das ist alles drei ziemlich nice, muss man sagen. Aber ich nehme das. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder ordentlich Getreide im Ventil. Gibt's irgend so eine Billo? Ja, komm, hau doch mal jetzt die Dinger da weg. Was soll das denn? Können wir eigentlich Keramik herstellen und Rennofen nehmen? Wir haben die Ziegel hergestellt. Und bald Los Kixos. Hab ich gesehen. Kohleproduktion, ja, machen wir jetzt. Nö. Nö. Aber 20 dafür jetzt ausgeben, sehe ich auch nicht. Ich könnte Kleidung einfach nochmal aufstocken oder einfach sparen. Ich glaube, wir sparen einfach. Ich will mal so einen Scheiß. Da ist er doch. Yeses. Hier können wir auf jeden Fall. Oh, doch das. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Baumfäller sind irgendwie langsam unterwegs. Das dauert alles ewig. Was, jetzt haben wir schon wieder wenig Nahrung? Wieso? Wieso? Macht's halt Kekse jetzt. Oh, ist das alles nervig. Na gut, wir haben echt auch viele Leute, die hier schon wohnen, ne? Kacke. Krieg Naro her, Leute. Ernsthaft für so einen Busch? Keine Bauarbeiter. Jetzt muss ich hier noch mehr Leute ran schaffen, obwohl ich gar kein Essen für die habe. Hier, das haben wir endlich abgeschlossen. Bretterproduktion. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird das erste Spiel, was wir verlieren. Geht ihr da mit mir konform? Ja, ich brauche Bier. Wir könnten es einmal zurücksetzen. Aber Luxusgüter haben wir auch noch nicht, oder? Können wir Luxusgüter bauen? Moment mal. Nee, können wir nicht. Den brauchen wir. Aber es ist nur ein Stern. Oh. Das gibt's doch nicht. Aber ich muss auch Bier. Wir brauchen Bier und Luxusgüter. Komm, wir machen einmal. Das kann ja. Wenn drei neue, muss ja mal irgendwas dabei sein jetzt. Komm, Leute. Jetzt kommt der Scheißstoff, ey. Ist das euer Scheißernst oder was? Ich krieg die Krise, ne? Ich will Leute töten. Thank you.
Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Ich kann nicht so viel Geld ausgeben. Dann haben wir jetzt die Presse halt für Luxusgüter. Scheiß drauf, der Hund drauf. Wir müssen halt echt sehen, dass wir irgendwie Bier an den Start kriegen. Achso, das ist der Obelisk. Er ist jetzt zwischen den Häusern, steckt der fest. Das ist nicht schlimm. So. Jetzt haben wir zumindest mal genug Sturmwasser erstmal, glaube ich. Wie sieht es an der Kohlefront aus? Könnte ich auch mal gleich opfern. Dann habe ich das da oben mal erledigt. Vielleicht bringt uns das irgendwas im Sinne von Nahrung, aber wahrscheinlich nicht. Was war das? 25% und 1 auf Harz. 25% auf was? Wo war das? Was ist das? Nee. Was war das denn? Das. Okay. Verstecke geöffnet oder verschickt. Sind wir da nicht dran auch? Hier? Ist das ne? Wir haben doch schon mehrere gemacht, seit wir die Aufgabe haben, oder nicht? Ja, okay, ich glaube, wir müssen jetzt mal expandieren demnächst. Hat ja hier keinen Sinn. Hier können wir ja hin, ne? Luxusgüterpakete können wir derzeit sowieso nicht wirklich herstellen. Aber doch, wir haben 40 Wein da. Öl. Kann man die aus Öl herstellen? Da waren jetzt irgendwelche Billo-Handelswege hier. Was? Wo habe ich die denn her? Ist egal. Wie viel haben wir denn? 4 jetzt, ne? 5. Das ist der 6. Was gibt's dann nochmal? Dann gibt's mehr Platz pro Haus. Alles klar. Warte mal, wer macht denn nochmal die Handelswarenpakete hier, ne? Dafür haben wir das ganze Öl verbraten. Dann nehmen wir jetzt noch was Mehl. Wir brauchen ja nur noch eine Fuhre. Dann haben wir erstmal genug. Und theoretisch... Ist Wein? Das hat doch keinen Sinn wieder, ne? Ne, theoretisch nicht. Aber gut, wir müssen sehen. Ich muss Nahrung kriegen, Freunde. Aber woher? Hier, Büsche. Sind das jetzt große oder was? Kann ich die nicht benutzen? Oh nein, Alter. Hier sind auch Wurzeln. Alter, kann ich alles nicht usen. Ja, ich habe usen gesagt. Okay, warte mal. Was kriegen wir hier nochmal? Kriegen wir irgendwas, ne? Ah ja, Nährboden. Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Tuchmacher. Gemischtwarenladen. Dann machen wir es mit Fässern. Und ihr macht hier mal gerade Fässer. Mit Tau. Und die Schmiede hört mal gerade auf, den Tau da wegzunehmen.
Kräutersammellager. Hier. Das ist scheiße hier. Okay, we got the storm again. Schon mal die Sachen dahin. Ja, das Lagerhaus über 1000. Das ist ja einfach unendlich, oder? Man kann. Zumindest die Folge hier scheint auch unendlich zu sein. Ich sage erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Brilli. Ciao, Leute.